Wir sind diese Woche in Ebersberg. Und wir haben Bürgermeister Ulrich Proske kennengelernt, waren in der Kirche St. Sebastian und beim Kunstverein. Und heute sind wir auf der Ludwigshöhe im Norden von Ebersberg. Das ist die höchste Erhebung mit 619 Metern und ist Wasserscheide zwischen den zum Inn strömenden Gewässern und dem Grundwasserstrom nach Norden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser wunderschönen Allee hier hängen an jedem Baum Schilder. Da steht Infanterist, Soldat und so. Und wer uns da bestimmt erklären kann, was diese Schilder bedeuten, das ist der Kreisheimatpfleger Thomas Waag. Und den treffen wir jetzt gleich hier am Ende der Allee. Thomas, wann ist dieser Turm gebaut worden und für was? Ganz früher, vor 170 Jahren, hat sich genau an der Stelle ein wunderbarer Steigbaum befunden. Mit ganz vielen Ästen. Das bedeutet, die jungen Männer, die Burschen von Ebersberg, sind darauf gestiegen, weil man die allerbeste Aussicht auf die Berge hat. Blöd nur, die Frauen mit ihren langen Röcken, die konnten nicht rauf. Nun gab es in der Zeit die Gesellschaft zur Erheiterung. Das waren die Honoratioren und die haben hier einen Aussichtsturm aus Holz gebaut. Jetzt konnten auch die Frauen nach oben. Irgendwann war der Holzturm nimmer so ganz in Ordnung. Und wiederum hat die Gesellschaft zur Erheiterung gesagt, wir bauen einen Turm aus Stahlbeton, noch höher als der alte. Das ist genau der. Und das war im Jahr 1914. 14. Ja, der Erste Weltkrieg war gerade ausgebrochen. Und einen Namen für den Turm hatte man auch. Siegesturm sollte heißen. Aber da ist nichts draus geworden. Aber Gesellschaft zur Erheiterung, das ist ja echt nett, sich so zu nennen. Das heißt, das war wirklich nur fürs Vergnügen, sozusagen, diese Gesellschaft. Die Gesellschaft zur Erheiterung hat sich das Ziel gesetzt, Ebersberg noch schöner zu machen. Ebersberg ist schon schön. Und die Gesellschaft zur Erheiterung existiert heute noch, allerdings unter dem Namen Verschönerungsverein. Okay. Du, dann lass uns mal an den Fuß des Turms gehen. Gerne. Ja? Und sag mal, hat dann der Turm auch den Zweiten Weltkrieg einfach so überstanden? Der Turm hat den Zweiten Weltkrieg überstanden. Und als München bombardiert wurde, war dies, so wissen es die alten Ebersberger, noch der Wendepunkt für die Flieger, die dann wieder zurück nach München geflogen sind und erneut bombardiert haben. Hier ist im Zweiten Weltkrieg nicht viel passiert. Da hat man auch nicht genutzt irgendwie, habe ich mir jetzt gedacht, dass man, wenn so ein Turm, um die Gegend zu erkunden, anscheinend nicht. Oh doch, oder? In allen Zeiten ist das ein beliebtes Ausflugsziel. Denn der Ebersberger Forst ist der größte zusammenhängende Wald in Deutschland. Jetzt kommst du und sagst, der Schwarzwald, der Bayerische Wald sind aber größer. Aber das ist der zusammenhängende Wald, der ist nicht von Ortschaften unterbrochen. Und weil die Gegend auch sehr schön ist, sind Tagesausflügler früher gekommen und kommen auch heute noch, um das hier alles zu genießen. Und da ist natürlich dieser Turm etwas Gigantisches. Ja. Also es ist wirklich schon so ein Wahrzeichen von Ebersberg, gell? Es ist eines der Wahrzeichen, ja. Und sag mal, also wie hoch ist er? 36 Meter. 36 Meter. Und wie viele Stufen, weißt du das auch? Oh je, das vergesse ich immer wieder. Ja, die kannst du ja gleich zählen. Ja, genau, die zählen wir gleich. Und wie viele Leute passen da drauf? Also passen tun ziemlich viele drauf. Aber wie viele oben waren, das wissen wir nicht. Das werden wir oft gefragt, wie viele pro Jahr gehen da hoch? Ja. Liegt daran, jeder geht hoch. Es gibt keine Kasse, man muss nicht zahlen. Und die Leute gehen immer hoch, ganz beliebt zum Beispiel an Silvester. Da stellt sich dann vielleicht mal die Frage, wie viele Leute hoch passen. Da siehst du natürlich ganz toll. Aber wie viele Leute seit, bei dem Turm können wir sagen, seit 1914 oben waren? Weiß man natürlich nicht. Nein. Und sag mal, wie oft warst du schon oben? Du kannst es auch nicht mehr zählen wahrscheinlich. Nein, nachdem wir hier die Stadtführungen machen und die Umlandführungen und Geistergeschichten erzählen und lustige Geschichten erzählen, bin ich und nicht nur ich, sondern meine anderen Stadtführer ziemlich oft da oben. Schon, gell? Weil man wahrscheinlich hier auch einfach startet, wenn man über Ebersberg redet, gell? Nee. Nee? Man kann an vielen Es gibt sehr viele Stellen, an denen man starten kann. Okay, also ganz viele. Es gibt mehrere andere Wahrzeichen, die genauso toll sind, sagst du. Schon. Ja, ja. Wie viel Zeit habt ihr? Ja, genau. Aber jetzt möchte ich unbedingt mal hoch und den Ausblick genießen. Dann gehen wir mal hoch. Genau, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen aber eine kurze Unterbrechung und dann sehen wir uns oben wieder. Wir
sind beim Wahrzeichen der Stadt Ebersberg und erklimmen mit Kreisheimatpfleger Thomas Warg den Aussichtsturm. Puh, also jetzt sind wir schon mal 58, 59, 60, 61. Das ist, glaube ich, die Hälfte erst, oder? Wo sind wir jetzt? Oder wie weit geht's noch hoch? Mindestens so viel nochmal. Oh Gott, okay. Heute ist aber auch so heiß und diesig. Aber hier sieht man ja jetzt Ebersberg schon. Sehr schön. Welche Kirche ist das? Die St. Sebastianskirche. Das ist die Pfarrkirche hier, oder? Die Pfarrkirche, in der seit über 1000 Jahren die, wie wir wissen, echte Hirnschale des heiligen Sebastian aufbewahrt wird. Das ist der Helfer, der Heilige, den man anruft bei Pest, Seuchen, vielleicht bei Corona. Eben, der wäre jetzt wichtig für uns. Der wäre wichtig. Da müssen wir vielleicht noch mal hin die Woche. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Ich muss weiterzählen. 65, glaube ich. Jetzt habe ich mich schon verzählt. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Wir sind oben. 118 Stufen. Glaubt es Ihnen mehr. Vielleicht habe ich mich auch verzählt. Boah, aber der Blick ist ja phänomenal. Die ganze Alpenkette, obwohl es diesig ist heute. An manchen Tagen sieht man das gestochen scharf. Und in früheren Zeiten ist hier tatsächlich jeder einzelne Berg mit seiner Höhe vermerkt worden, Stimmt. Dass du sie hier sehen kannst. Wow. Sie stimmt alle mit den Höhenmetern. Da könnte man jetzt genau schauen. Da, ich erkenne nur den Wendelstein als erstes. Der ist natürlich immer leicht zu erkennen. Richtig. Und das ist das Inntal, diese Mulde da rein. Weißt du das? Da hinten, ja. Da geht das Inntal weiter. Und wenn wir nicht so weit schauen, dann sehen wir den Kirchturm. Denn Genau. Dort war früher das Kloster Ebersberg mit der Wallfahrt des heiligen Sebastian im Mittelalter. Zeitweise bedeutsamer als die Wallfahrten von Altötting oder Andex. Und noch davor, um das Jahr 880, hat der Graf Sieghard, dessen Sitz ursprünglich in Sempt war, auf der anderen Seite vom Wald, hat da seine Burg gebaut. Das wissen wir alles. Denn die Mönche des Klosters haben im Jahre 1040 eine Chronik verfasst. Mhm. Und damit wissen wir in Ebersberg viel mehr über unsere Vor- und Frühgeschichte, mittelalterliche Geschichte, als andere Orte, die nur wissen, erstmalig erwähnt, im Jahre sowieso, durch eine Schenkung an Freising. Das wissen wir aber auch. Schön. Und da, diese Baumallee, oder? Die auch noch. Das ist die Heldenallee. Mhm. Die Heldenallee wurde von der Gesellschaft zur Erheiterung ins Leben gerufen und gepflanzt nach dem Ersten Weltkrieg. Also eigentlich fast gleichzeitig mit dem Turm dann so ein bisschen. Ein bisschen später. Mhm. Weil 84 Ebersberger Soldaten, junge Männer, alle so um die 17, 19, sind im Krieg hier geblieben. An jeden Einzelnen erinnert ein Baum. An jedem ist eine Tafel, wo der Name, der Dienstgrad, wo er eingesetzt war, wann und wo er gestorben ist. Und das beginnt dort unten und dann geht es durch die Chronologie des Krieges, Monate für Jahre immer weiter, bis man hier am Turm ankommt. Die Bäume werden alle gepflegt und die Heldenallee steht unter Denkmalschutz. Jetzt lass uns noch kurz einen Blick darüber werfen, weil da sieht man den großen Ebersberger Forst. Da hat man wirklich die ganze Dimension, kann man da ergreifen, erfassen. Gell? Er ist wirklich sehr, sehr groß, der Ebersberger Forst. Wir wissen, das ist unbestritten. Er hat sich niemals für eine Besiedlung geeignet. Denn was brauchte man früher? Wasser, damit man gesiedelt hat. Der Ebersberger Forst ist eine wunderbare Nekropole. Eine Nekropole ist ein Begräbnisplatz. Und wir haben sehr viele Gruppen von Hügelgräbern aus der Bronzezeit, aus der Hallstattzeit. Wir haben Relikte einer Römerstraße. Aber ansonsten war nie was in diesem Forst. Vor 4 Wochen aber hat ein Berufsjäger der Staatsforsten einen tiefen Brunnen, der wunderbar gemauert ist, in der Mitte des Waldes gefunden. Wirklich? Und wir wissen nicht, wer hat wann, warum und für wen diesen Brunnen gegraben. Das erforschen wir jetzt mit den Archäologen. Das ist ja total spannend. Des Landesamtes für Denkmalpflege zusammen mit unserer Feuerwehr und unseren ganzen sehr interessierten Heimatforschern. Und diesen Brunnen hat uns Bürgermeister Ulrich Proske gezeigt. Sie können diesen Beitrag in unserer Mediathek finden. Dann verabschieden wir uns heute erstmal von dir. Vielen Dank, dass du uns wieder dein Wissen preisgegeben hast. Wiederschauen. Und wir schicken Ihnen noch diesen Blick nach Hause über den Ebersberger Forst und das schöne Alpenvorland.